Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil vom Supermarkt Simulator. So, dann lasst uns mal die Schränke auffüllen. Regale. So, Wasser, Eier, Käse. Wasser, also erstmal Rechnung zahlen. Dann hatte ich irgendwas hier schon reingetan. Toilettenpapier, okay. Wasser. Eier, Käse. Apfelsaft und. Ja, bis auf die normale Cola alles. Bis auf die normale Cola alles an Getränken. Und dann haben wir noch einen Platz frei. Dann gibt es noch mal Handseife. Handseife. So, dann will ich mal gucken, die nächste Lizenz 750. Da brauche ich aber erst noch ein Kühlregal für den Käse hier. Eier nochmal, das ist ein Vierer. Honig, Puder, Zucker. Und dann brauche ich noch ein normales Regal. Also dann muss ich erstmal 575 für Regale investieren. Das könnten wir heute schaffen mit den Regalen. Aber dann nochmal die Lizenz. Mit 750, das könnte schwierig werden. Das könnte schwierig werden. So, dann haben wir hier O-Saft. Aber wie gesagt, immer wenn ich den sehe, kriege ich da so einen Appetit drauf. Was haben wir hier noch? Meier. Was ist denn das? Ein Achtereier. Was haben wir denn? Was ist denn bei uns? 10 ist nur bei uns normal, ne? Weil jetzt haben wir hier Achter, dann kaufen wir noch mit der Lizenz mit der nächsten Vierer. Vierer habe ich ja auch schon gesehen. Vierer, Sechser und Zehner gibt es hier. Und ich weiß, in der USA sind die standardmäßig größer. Die haben nicht Zehner. Oh, lass mich lügen. Die haben Zwölfer, glaube ich. Oder haben wir. Nee, wir haben Zehner, ne? Ja. Muss ich echt überlegen. Sonst wäre ich jetzt aufgestanden und hätte in der Küche nachgeschaut. Eigentlich eine Packung Eier und dann. Aber es sind 10, ja. So. Den Käse, den Käse. Na, da wäre. Ja, brauche ich eine zweite Packung. So, was haben wir hier noch? Turco-Cola. So, und dann sind Level 18. Wir müssen ja auch noch mal gucken wegen dem zweiten Kassierer, dass wir das hinkriegen. Dann brauchen wir Level 20 und 400 Verkäufe. So, dann lass gucken. Ich glaube, wir brauchen noch mal Käse. Genau. Käse, Glasreiniger. Glasreiniger.
brauche auch noch ein Regal für das Bleach, ne? Ne, für die Geschirrspültabs. Die habe ich ja auch noch nicht drinne, fällt mir gerade so auf. So, Kuchen und Süßes. Kuchen und Süßes. Dann Brot, Kaffee und zwar zweimal und Tee. Brot, Kaffee zweimal und Tee. So, dann brauchen wir noch, ist das Salz voll? Nee, da fehlt eins. Salz, Reis, Milch. Salz, Reis. Okay, dann bin ich aber schon wieder voll hier. Sandwich. Ja, und die Geschirrtabs, die sind ja nicht billig, ne? Die kosten irgendwie 150 Dollar. Das muss ich dann wahrscheinlich im Laufe des Tages machen. Weil das kann ich mir nicht. Das kann ich mir nicht leisten. Noch nicht. Bam, bam, t, 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 t. T, 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 t. Dann haben wir hier Glasreiniger. Bam, badam, 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 bam. Das passt hier nicht mehr hin. Nochmal Kaffee. Dun, 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 dun. Und Käse. Alles Käse. Und ich will gucken, dass ich Klopapier dann auch noch zweimal hinkriege. Vom Geld her. Bam, 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 bam. Da denkt man, man hat noch nicht so viele Produkte und dann sowas. Dann haben wir hier den Reis. Ah, ich habe das eine Regal vergessen. Das hier habe ich vergessen. Okay, dann sind es ja noch mehr Sachen. Hilfe! Die ich bestellen muss. Dann haben wir hier Salz. Ich weiß gar nicht, wieso ich das Regal übergangen habe. Titte, ist ja echt unverschämt von mir. Und dann haben wir hier noch Süßes. So, dann haben wir. Das habe ich vergessen. Ich brauche Susu, Nudeln, Öl und Mehl, eigentlich alles. Susu, Nudeln, Mehl und Öl. Und da kann es sein, dass ich dann nochmal was Zweites bestellen muss. So, dann brauche ich hier 1, 2, 3, 4. Also 2. Einmal Milch. Einmal Milch. Hat das jetzt genommen? Ja. Nudeln, Mehl, Erdnussbutter. Gott. Alles, alles. Wir brauchen alles. Nudeln, Mehl, Erdnussbutter, Olivenöl. So, jetzt hole ich das erstmal. Ich werde von einiges noch was.
zweites brauchen. Dum, 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 dum. Na, stell dich hin. Dann haben wir Penne. Ja, von der Penne brauche ich schon mal ein zweites Kartönchen. Na, manchmal ist sogar noch Milch über. Und dann hier noch Spaghetti. Ja, da brauche ich auch eine zweite. Alles Nudeln, ne? Und von mir stimmt auch. Renn doch mal gegen die Kasse, hast du schon. Also, ich brauche Penne, Spaghetti, das rote Mehl. Spaghetti, Penne und dann hätte ich gerne noch zweimal Klopapier. Und noch ein Regal kriege ich nicht hin. Also muss ich jetzt im Laufe des Tages warten, dass ich dann mein Regal kaufe noch. Ach, das Klopapier hat doch gar keinen Preis, sehe ich gerade. 15,41. Aber ansonsten... Ja. Zack, zack. Gut. Also ein Regal 200 und wenn ich dann Geschirrreiniger Tabs, gucke ich gleich nochmal nach dem Preis, was ich da heute brauche, dass ich dann gleich beides kaufe. Bam, 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 bam. Sagen wir 160. Also wenn ich 360 auf dem Konto habe, dann bestelle ich. So, jetzt haben wir erstmal alles aufgefüllt. Und dann können die Kunden erstmal kommen. So, ich hoffe, das verteilt sich jetzt ein bisschen von den Waren her. Und das nächste Freischalten, wie gesagt, da brauche ich, dann stelle ich ein Regal dahin. Und dass der Kühler geht dann noch hier hin. Also dann muss ich noch nicht erweitern. Dann geht das erstmal so. Ach so, ich wollte nur mal gucken, wie viel ich jetzt schon abkassiert habe. 390. Ach, da bin ich auch nicht mehr weit weg. Also kann ich mich dann auch bald um zweiten Kassierer kümmern, wenn wir auf Level 20 sind.
Es will nur wieder keiner zu mir hier. Guten Tag, der Herr. Tassen, das ist sehr schön. Auch passend. Was 360 habe ich gesagt, ne? Ich hätte das ja schon mal in den Warenkorb legen können. Das kann ich auch schon mal machen. Da muss ich nur noch bestellen. Das und dann noch mal ein Regal. Jawohl. Und dann werde ich mal Folgendes machen. Ach nee, brauche ich ja jetzt noch nicht. So. Was mir hier noch aufgefallen ist, so gestern, ich habe da so drüber nachgedacht, dass hier alle in den Supermarkt, bis auf er jetzt, er ist normal. Aber ansonsten sind hier im Supermarkt alle geschniegelt und gestriegelt. Ne? Die Männer alle in Anzügen, Krawatte, die Frauen alle in High Heels. Ich habe eigentlich ganz selten in meinem Leben eine Frau in High Heels einkaufen gehen sehen, weil das total unpraktisch ist, weil du musst ja die Einkäufe auch noch nach Hause schleppen. Wie gesagt, der eine war da normal. Ich wünschte, hier würde auch mal eine Frau in Turnschuhen reinkommen, im Sportdress und Turnschuhe und weiß ich nicht. Die Frauen haben alle High Heels an hier in dem Game. 10. Und die sind, also glaubt mir, eigentlich jede Frau, die ich kenne, die High Heels trägt oder überhaupt irgendwie höhere Absätze, die sind froh, wenn sie die Schuhe ausziehen können abends. Und die sind ja nun nicht sehr, weil, ey, das ist so eine Wohltat. Und das ist auch gar nicht so gesund. Ich glaube, ich kann an zwei Händen abzählen, wie oft ich in meinem Leben Stöckelschuhe anhatte. Weil ich finde die super unbequem. Und ich hätte sie gesundheitlich auch nicht tragen können. Jetzt sowieso nicht mehr. So, 5, 6. Jawohl, 57, 67. Und jetzt komme ich gerade nicht von der Kasse weg, um ein Regal und so zu bestellen. Ich meine, ich könnte ja. Weil es ist wirklich immer so, ne? Wenn ich auf Kunden warte, um mir die Zeit zu vertreiben, kommt keiner. Und wenn ich dann was machen will, ich will auch Licht anmachen, rennen sie mir hier die Kasse ein. Jawohl. Komma 3,6. So. Jeder andere muss jetzt warten, sonst stehen wir hier im Dunkeln. Ja, du wartest jetzt. Nehmen das Regal. Das einigermaßen. Was für mein Monkey, also. Und dann nehmen wir auch noch die Dinger. Vierundfünfzig. Okay, jetzt haben wir alles drinne. Okay, zum Müll kann ich es jetzt auch noch bringen. So lange können sie jetzt auch noch warten. So, dann Mantau.
Fast zu Corona, wie zu Corona-Zeiten hier. Mit dem Klopapier. Zwei. Wie spät? 8 Uhr und? So, dann wollen wir gleich wieder alles voll. Es geht, ne? Ich habe bis jetzt noch keinen sagen hören, ich habe das und das nicht gefunden. Also, es scheint geholfen zu haben, dass ich mehr Auswahl habe. Dann kaufen die auch mehr Auswahl und verteilt sich auf mehr Produkte. Aha, jawohl. Da kommt immer noch jemand rein. Ja, genau so. 7, 9. Noch jemand. Und 36, 80. So, das war die letzte Kundin. So, dann gucken wir noch mal. Und dann geht das los hier mit der Einräumerei. Wie viel Geld haben wir? 1300, da gucken wir morgen mal. Freischalten? Nee, wir müssen morgen erstmal dann gucken, wenn wir dann das Geld haben. 575 die Regale zu kaufen für die neuen Produkte. Und da fällt mir gerade was ein, dann machen wir Folgendes. Das Klopapier, weil das eh nur ein Dingens ist, das stelle ich jetzt hier hin. Und dann stelle ich das hier hin. Und dann kommt hier das neue Regal daneben und hier die neue Gefrierkombi und dann Kühler, mein Gott. Müsste ich dann mal gucken, ob man ungefähr abschätzen kann, obwohl hier sind ja Preise manchmal. Was habe ich denn jetzt hier drin? Orangensaft. Aha. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Ist auch nix alle gegangen heute, ne? So gar nichts. Was ich sehr angenehm finde. Dann nochmal gucken, wie viele Kunden wir heute hatten. Ist hier noch was drin? Ja. Und die Autos haben sich noch nicht verbuggt. Es fahren immer noch welche. Und dann haben wir Milch. Dann die Makaronen, die Penne. So, das kriegen wir aber noch hin hier heute. Susu. Susu. Ist leer? Ja, ist leer. Rotes Mehl, rotes Mehl.
So, also wie gesagt, 575. Dann habe ich noch 400, 700 für Produkte. Mal sehen, ob ich die Regale morgen gleich kaufen kann. Das wäre ja mal eine Maßnahme. Und dann praktisch zum nächsten Mal, zum nächsten Tag dann die neuen Lizenzen freischalten. Lalalala. Ah ne, hier ist ja noch Platz. So, und dann haben wir hier noch Toast. So, dann das Cookie-Lookie machen. Joghurt. Ist da noch was da? Ja. So, der Kuchen kommt dann aber garantiert. Ja, war ja nur noch einer drin. So, Eier. Eier. Auch leer. Dann Handseife. Wir haben es ja dann gleich. Öl. Olivenöl, Olivenöl. Was haben wir hier? Noch Erdnussbutter. Tee. Der Tee ist ja heute nicht viel weggegangen. Aber ist auch nicht schlimm, das wird schon noch alle. Kaffee. Ist es? Bin mal gespannt, ob da noch andere Süßigkeiten, also so Gummibärchen, Lakritze gibt es in den USA nicht. Habe ich mir sagen lassen, wo ich mir das gar nicht vorstellen kann. So ein riesiges Land. Aber dafür essen die ja andere komische Sachen, die es hier nicht gibt. In den USA gibt es auch keinen Quark. Das Käse. Und dann noch den. Jetzt ja, mach mal einen Umweg. Mach mal. Milch ist fast alle. Okay. So, und noch Salz Cookie-Lookie machen. Oh, ist das alle? Ne, ist noch was drin. Okay, das stellen wir hier wieder in der Ecke. Dann lass mal kurz gucken. Mozzarella, Parmesan, Honig, Thunfisch, also das sind alles Sachen. Hatten wir Thunfisch im Prolog? Weiß ich gar nicht mehr. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen also teuer einschätzen würde, wäre Thunfisch. Also, obwohl wenn es so eine Dose Thunfisch ist, dann dürfte es eigentlich nicht so teuer sein. Aber wie gesagt, lassen wir uns da überraschen. Habe ich dann closed, genau. So, und dann schauen wir mal. So, 39 Kunden, ja, wie immer. Alle zufrieden? Super. Okay, ihr Lieben, dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen.
Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.